So, und dann kommen wir schon zur zweiten Folge für YouTube. Mein Gott, die Zeit vergeht schon wieder. Raus, kleine Maus. Oh, da haben wir wieder einen Banner zum Abbrennen. Wo kommst du denn her? Garantiert nicht aus Schlumpfhausen, oder? Hast du den Schlüssel wieder, den nächsten, den wir brauchen? Na komm schon, hau ab. Okay, du hast erstmal keinen Schlüssel, soweit ich sehe. Okay, wo ging die jetzt lang? Die steht da rum. Nein, das war nicht gut geworfen. Da sollte die nicht hin. Ich wollte die weit werfen. Ich konnte ja nicht ahnen, dass er diese vor die Füße fallen lässt. Nein, da war nichts. Du kannst wieder gehen. Machen wir es anders. So, Banner weg. Komische Ratte hat es mitbekommen, aber ignoriert es. Die Frage wäre, hätte ich mich jetzt hinter ihr langschleichen können? Okay, da drüben ist noch eine Tür, die man öffnen könnte. Okay, da gibt es nur ein Versteck. Okay, die hat es auf jeden Fall erstmal nicht mitbekommen. Es ist auf jeden Fall jede Menge Schleichen. Hier bei diesem Spiel wieder. Hier, da ist noch ein Banner zum Abbrennen. Ich brauche erstmal einen Ort, wo wir uns verstecken können, im allerschlimmsten Fall. Okay, hier drinnen können wir also rein. Hier, wir können nur durch den Schlitz gucken, sehen, aber aus einer anderen Perspektive, okay. Kommt das Viech jetzt hier rein? Boah, ich nutze den Punkt wieder zum Speichern. Lieber einmal häufiger speichern, als am Ende dann irgendwie dastehen und, alles nochmal machen zu müssen. Wir werden da oben erstmal alles durchsuchen sollen, glaube ich. Ins Fass können wir auch. Verschlossen. Schrankschlüssel. Okay, wir müssen erst den Schrankschlüssel finden. Okay, jede Menge Kerzen. Oh, mehr Kerzen können wir nicht tragen. Okay, das ist aber cool zu wissen. Hier gibt es also genug Kerzen. Kommt die Ratte? Nö, okay, gut. Kapuze aus Leinen, Hornissennest. Okay, merke, Hornissennest nicht in die Hand nehmen. Tut aua. Oh, das hat rote Käfer haben sogar 24 gebracht. Hui. Apfel. Flasche, noch ein bisschen Kohle. Wie cool, dass man so alles Mögliche mitnehmen kann. Schicksalskarten. Mal gucken, was man damit machen kann. Haben wir eigentlich was Neues lesen? Kleidung, Kleidung.
Nein, diverses Schicksalkarte. Eine geheimnisvolle Karte mit einer, der manchmal das Schicksal befragen kann. Okay. Brauchen wir wahrscheinlich nur ein andermal. Schreine Türschlüssel, Zellentürschlüssel. Okay, da ist nichts Neues. Da haben wir nichts Neues. Und den Captain. Captain Otto Pulverfass. Captain Otto Pulverfass. Ein korrupter, rubbellobes Fass von einer Ratte. Und einer berüchtigte für seine kurze Lunte war Captain der Galone Seehexe und terrorisierte über ein Dutzend Jahre lang die Handelsschiffe, die zwischen den fünf großen Häfen des Belizeses Waren transportierten. Der Mythos besagt, dass er von jeder Schlacht seinen Schwanz mit einem dass er vor jeder Schlacht seinen Schwanz mit Wachs bestrich und anzündete, was ihm letztendlich seinen Namen einbrachte. Kapitän Pulverfass ist berüchtigt für seine Verbrechen und Bemühungen durch den schicken Steckbrief, den er selbst hat drucken und aufhängen lassen, um seinen Ruf zu bekräftigen. Na geil. Der Kapitän wurde schließlich gefangen, als sein Schiff an der Ostküste des Velisischens auf Grund lief und das Wrack endete. Und als Wrack endete. Ganz in der Nähe von Burg Dirium. Warum genau die Seehexe Leck schlug, wird vermutlich für immer ein Geheimnis bleiben. Denn nachdem sie die Tore von Burg Dirium hinter den Kapitän schlossen hatten, hat man nie wieder von ihm gehört. Okay, also ist der Kap... Halt, warte mal, gab es noch Hinweise? Ein Hinweis... Nein. Burg Dillim, jahrhundertelang schützte Burg Dillim das Ostufer des Belizisches. Das einst prachtvolle Bauwerk ist mittlerweile verfallen und sein größter Feind sind nicht mehr marodierende Fetträdchen, sondern die sauren Gewässer des Sees, die langsam die Klippe abträgt, auf der die Burg steht. Aus diesem Grund hat die Burg von dem Einheimischen den Spitznamen Burg Dirim. Die Rioin bekommen. Okay. Busel, das kennen wir schon. Kolber. Die Mütze oder Kapuze einer Maus gehört zu. Achso. Ja. Ein Wort, das zu unverschämt ist, um es hier zu erklären. Spitzgesicht. Beutelschneiderischer Graus. Gefangene, die nach Bukdilm gebracht werden, schlucken oft ihre Wertsachen herunter, damit sie nicht von den Wachen beschlagnahmt werden. Sein Hab und Gut auf diese Weise zu sichern, wird beutelschneiderisches Graus genannt. Das funktioniert natürlich nur so lange, bis die Natur in Lauf nimmt. Man sagt deshalb, dass in den Nachttöpfen unter der Kanalisation von Blückdürm große Reichtümer zu finden sind. Na, leckere Reichtümer. Aber wo kriegen wir jetzt den komischen Schlüssel her? Noch jede Menge Getreide, ein riesen Fuselfass. Da vorne ist die Ratte. Ich meine, die kann auch gerne da bleiben. Die brauche ich jetzt hier nicht. Schlafen. Keine Zeit zum Schlafen. Nie darf ich schlafen. Hier drinnen haben wir jetzt doch alles abgesucht, oder? Ein Fass. Hier gibt es nichts. Ein Stock. Hinter den Fässern noch was? Nö, ne? Aha. Da haben wir reingeguckt. Da haben wir reingeguckt. Wir brauchen den nächsten Schlüssel. Schlüssel, wo bist du? Nein, das war die falsche Taste wieder. War nicht die Springtaste. Okay, wir gehen mal kurz rein, bevor wir aus der Tür wieder rausgehen. Und speichern schnell. So, Spiel gespeichert. Jetzt können wir hier nämlich raus. Okay, da oben ist ein Schlüssel. Den brauchen wir bestimmt. Ah, wir können den Stuhl nehmen, okay. Hier, wir brauchen den Stuhl anscheinend für zwei verschiedene Sachen. Einmal, um den Brief da oben zu lesen.
Zellenliste. Name Bar von Nils. Mieterwache. Straftat Diebstahl, Ruhestörung. Okay. Sollten wir da auch aufpassen, dass der nicht unbedingt wach wird von uns. Steht die gerade da? Okay, die steht gerade da. Okay, wir sind jetzt eh langsam. Das wird sie jetzt bestimmt nicht hören. Nur noch bloß beeilen, wenn wir den Schlüssel da oben holen wollen. Den nicht gut platziert. Ja, aus der Sicht müsste das doch eigentlich jetzt passen. Du findest uns hier nie im Schrank. Das war aber knapp. Zum Glück ist das eine doofe Ratte. 100% Übereinstimmung. Wuhu. Nicht schlecht. Weiß jetzt bloß nicht, was wir für einen Schlüssel gekriegt haben. Nicht Orte, Mission, Werkzeug, Schlüssel. Fliehende, lehende Türschlüssel. Hey, wo ist die denn jetzt vor Schreck? Wahrscheinlich nicht der Schrank hier unten, ne? Das war ein Schrankschlüssel. Okay, da brauchen wir tatsächlich einen Schrankschlüssel. Das ist die Tür? Okay, das war die Tür. Der Schlüssel für die Tür direkt daneben. Da haben wir da so viele Sachen nicht gemacht da drinnen. Man hätte noch machen können. Das finde ich jetzt ärgerlich, wenn das jetzt wirklich da nicht mehr weitergeht. Ein Stock. Komm, hier können wir uns erstmal an Stöcken bedienen. Haben wir wieder einen Zettel? Nein. Warnung. Der Mechanismus der Zugbrücke ist äußerst empfindlich. Eine Reparatur durch den Schmied ist erforderlich. Mit Vorsicht Hand zu haben. Zum Glück sind wir leicht. Okay, das da oben kann man anscheinend nicht anzünden, gerade. Ich meine, das hängt schon so über dem Feuer, es ist relativ kurz gebrannt, okay. Stock. Spielen. Werfen. Ja, wie cool. Lieber das wieder in die Hand nehmen. Das war echt cool, der Mechanismus hier. So, hier drüben haben wir auf jeden Fall noch einen Banner zum Kurzbrennen. Ach, das gibt Erfahrung, wenn wir runterbrennen. Wie viel Erfahrung brauchen wir denn noch für die erste Fähigkeit? Wir haben eine Stufe. Ruhm und Stufe 1 sind wir. Wahrscheinlich müssen wir erst Stufe 2 sein, bevor wir was Neues dürfen. Eine Laterne. Mal gucken, wofür wir die noch brauchen werden. Aber gut zu haben. Das hier? Öltopf. Ach, da müssen wir die Laterne drin auffüllen. Okay, die Laterne spendet wahrscheinlich im Dunkeln länger Licht als alles andere. Da kommen wir noch nicht durch. Okay, hier scheint es mehrere Wachen zu geben, mehrere von diesen komischen Dingern. Okay, die Wache ist auf jeden Fall leicht zu dingsen. Oh nein, da geht die Wache von oben hin, okay. Das wollte ich natürlich jetzt nicht, dass ich da eine andere Wache noch trigger. Ich wollte die da unten eigentlich irgendwie locken. Oh, von wo kommt die Wache denn? Okay, geh schon wieder weg. Da ist nichts, gut. So gern ich das da unten die abfackeln würde, die beiden. So schwierig könnte das werden.
Nein, du haust nicht zu. Dum, 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 dum. Da war eine Truhe, da war eine Truhe. Wusste ich doch, dass es hier ein Versteck gab. Und wir haben es geschafft, abzubrennen. Ha, wie geil. Einfach mal kackendreist der Wache ins Gesicht gesprungen und abgefackelt. Die komischen Dinger der Schande, wie sie, oder so wie sie die hießen. So, die Ratte wird inzwischen zurückgegangen sein, denke ich mal. Die ist noch dabei, okay. Ach, ich glaube, wir hätten das einfacher haben können. Wir müssen da oben schon das Fass runterwerfen, was der auf den Kopf fällt. Das sehe ich doch schon. Ich als Meister der Verstohlenheit. Das gibt gleich Kopfschmerzen. Passlagerschlüssel, okay. Lalalala. Gute Nacht. Rums. Oh, Geld. Okay, die schläft nicht lange. Okay, Schlüssel. Ein Tuch. Okay, das war der Schlüssel zu dieser Tür. Wir erstmal im Versteck. Ich meine, hier wird es jetzt gleich noch dreister, wenn wir das Ding abfackeln. Ich glaube, weit weg geht die nämlich nicht. Oh, ruckelt das. Halleluja. Ach, da vorne. Weg sind wir. Das war wieder so ein echt spannender Moment. Aber wir sind entkommen. Tschüss, Wache. Uiuiuiui. Gut. Das hätten wir geschafft. Die hätten wir alle ausgetrickst. Ach, okay, die Öllampe muss man... Das ist, der Füllstand der Lampe, wenn wir gedrückt halten, füllen wir sie. Okay. Deine Laterne ist wieder voll. Oh, wir haben ein neues Buch. Lesen. Nein. Bücher. Stürmische Gewässer der Waliser See von Arnold sonst wie. Ich glaube, dafür gehen wir mal in den Schrank. Zum Lesen, glaube ich, verstecken wir uns lieber. Ups, falsche Taste. Der Waliser von Arnold Rangel, Burg Dorian. Burg Dorian thront schon seit Jahrhunderten am Ostufer des Valiersees. Einst für einen langen vergessenen Zweck errichtet, spielt sie eine ausschlagende Rolle bei der Abwehr der mächtigen Streitkräfte der Frettchen von Salza. Heute beherbergt die eine kleine Garnison der Rattenwachen des Barons. Das einst prachtvolle Bauwerk mittlerweile verfallen und sein größter Feind sind nicht mehr die marodierenden Frettchen, sondern die sauren Gewässer des Sees, die langsam die Klippe... Nein, ich wollte weiterlesen. Langsam die Klippe abtragen, auf der die Burg steht. Aus diesem Grund hat sich die Burg von den Einheimischen den Spitznamen Burg Irion bekommen. Genau wie die Burg selbst haben auch die Soldaten schon bessere Zeiten erlebt. Burg Irion ist die letzte Station für Mitglieder der Rattenwache, die auf irgendeine Weise das Missfallen des Barons erregt haben. Von diesen Posten gibt es wortwörtlich kein Zurück. Okay, die Wachen sind also alle hier gefangen. Arme Wachen. Nein, hoch da. Und der Reise des Barons. Herzen haben wir noch. Schlüssel. Verliest Generalschlüssel. Okay, wir kommen jetzt also überall rein. Und wir haben noch ein neues Buch. Die Reise des Baden. Die Reise des Baden brachte ihn nach Norden in ein tiefes Tal, wo vor nicht allzu langer Zeit eine große Schlacht zwischen zwei Heeren stattgefunden hatte. Die Leichen beider Seiten lagen auf dem Schlachtfeld verteilt. Wer genau hier lag, hatte
seine Bedeutung verloren. Am äußersten Rande des Tals, auf einer Anhöhe, hatte die Sieger ihr Lager aufgeschlagen. Der Barde trat kurz vor Sonnenuntergang dort ein und wurde willkommen geheißen. Er erfuhr, dass 9 Soldaten wegen Fahnenflucht und Freiheit verhaftet worden waren und bei Tagesanbruch hingerichtet werden sollen. An diesem Abend bat der Kommandant den Baden, das Lied »Das Feuer der Unsterblichen« zu singen. Damit wollte er seinen treuen Soldaten daran erinnern, welchen Ruhm ihnen der Heldentod brächte und die Deserteure an die Schande, die sie im Jenseits erwartete. Der Bade tat, wie ihm gehieß. Doch zuerst ließ er heimlich einen kleinen Kiesel, den er auf dem Schlachtfeld aufgehoben hatte und der noch warm und von Blut befleckt war, in seine Laute gleiten. Und dann spielte er, worum man ihn gebeten hatte, und hielt sich genau an die Noten und den Text des Liedes. Aber der Klang der Laute, sonst warm und lebendig, wurde scharf und kalt durch den Stein, und die Soldaten achteten nicht an den Ruhm der Schlacht, sondern an jene, die sie verloren hatten, ihre Kameraden und Freunde, und an die Mutter, die nie wieder ihren Sohn zum Essen rufen würde oder ihn dafür schelten könnte, dass er zum Holzhacken sein bestes Gewand getragen hatte. Doch als das Licht des Feuers langsam erlosch, befahl der Kommandant den Henker, neun Seile für den kommenden Tag vorzubereiten. Als der Morgen kam, waren die Deserteure verschwunden und ihre Fesseln auf mysteriöse Weise geöffnet, obwohl der einzige Schlüssel immer noch an einer Schnur um den Hals des Kommandanten hing. Ein kleiner Bade weiß, das Lied selbst ist nicht so wichtig wie die Weise, in der es gesungen wird. Und der Bade hat also alle befreit. Och, wie schön. Gott, da oben liegen noch mehr Tische, noch mehr Bücher, aber die können wir bestimmt nicht alle mitnehmen. Eine Verlieskarte. Mit LB gedrückt halten, um sie anzusehen. Ah, cool. Okay, da hinten haben wir mit jemandem geredet. Ansonsten ist die nur total verwinkelt. Okay. Häftlingslogbuch. Das Logbuch wird sorgfältig geführt. 12.04. Wilhelm schaut wegen des Pastetendiebstahl zu 5 Tagen Verlies verurteilt. Der berüchtigte Pirat Otto Pulverfass wird wegen Todesstrafe im Verlies von Burg Dirium in Gewahrsam gehalten. Die Hinrichtung wird innerhalb von 2 Tagen ausgeführt. Der nächste Eintrag sieht sehr rudrig aus. Er wurde offensichtlich von jemand anderen geschrieben. 14.04. Pitt Rath geholt und gehängt. Befehl des Kapitän. Dieser Eintrag ist wieder sehr sorgfältig verfasst. Wilhelm stand aus seiner Zelle verschwunden. Verschwinden ist durch und durch rätselhaft. Okay. Eine Schicksalskarte. Wer weiß, wann wir die mal brauchen. Wie das Häftlingslogbuch. Schlafen. Du kannst nicht schlafen, wenn. Kann nur schlafen, wenn ich in Sicherheit bin. Okay, und wir haben noch eins. Verschlungene Herzen. Ein Roman von Rex Peck. Die Seiten hat das auf 2. Wütend stürzen sich die Mäuse auf Rex. Die Zähne gebälgt, das Fell aufgestellt. Eine Spiegelscherbe wie ein Dolch in einer rebellierenden Pfote. Mit seinem kräftigen Arm packte der attraktive Captain mühelos ihr schmales Handgelenk und zog sie eng an sich. Er war viel stärker als sie und sie wusste es. Dafür konnte ich dich aufknüpfen lassen, grinste er. Udith lachte spöttisch auf, die roten Augen brannten wie Feuer. Dann mach doch, ich sterbe lieber, als nur einen Moment länger unter der Herrschaft des Barons zu leben. Sie riss sich aus seinen mächtigen Schraubstockartigen Griff los, stolperte und schlug hart auf dem kalten Steinboden der Zelle auf. Rex ging auf sie zu. Sein Herz schlug so laut in seiner muskulösen Brust, dass Ud es hören konnte. Wie ferne Trommeln, die vor einem aufkommenden Sturm künden. Pass mich nicht an, fauchte Udith, und als sie sich umdrehte, traf ihre rubinroten Augen auf seine herausfordernde
seine durchbohrende Seele, seine Seele durchbohrend wie ein Entdecker, der eine fremde Insel hinter dem Horizont eroberte. Fass mich nicht an. Ihre Stimme war noch ein Flüstern. Ihre Ohren zitterten wie eine ungeschriebene Einladung und plötzlich der Rest des Titels ist zum Glück unlesbar. Des Textes ist zum Glück unlesbar. Okay, schade. Später vielleicht. Okay. Ein Nachttopf. Nichts drin. Na toll. Ein Apfel und noch ein bisschen Kohle. Wer weiß, wann wir die mal brauchen. Nichts drin. So, gehen wir mal kurz in den Schrank und speichern, wenn wir jetzt schon mal so schön viel geschafft haben.